Kunst und Kultur, Historie und Höhenmeter, Weinbau und Wälder. Für all das steht Edenkoben in der Pfalz. Es liegt in einer richtigen Urlaubs- und Ausflugsgegend am Pfälzischen Wald. Kein Wunder also, dass Bürgermeister Ludwig Linz mächtig stolz auf seine Stadt ist. Wenn Sie Edenkoben in drei Worten beschreiben müssten, was wären das dann für Worte? Eine schöne Gegend, herzliche Menschen, Mittelpunkt der Pfalz. Gut, das waren zwar etwas mehr als drei Worte, aber über Edenkoben gibt es eben viel zu erzählen. Wir leben in einer Gegend, wo andere Urlaub machen. Wir sind eine Wanderregion. Allein der Pfälzer Waldverein Edenkoben markiert 80 Kilometer Wanderwege. Der Pfälzer, der wandert, der braucht auch was zu trinken, braucht was zu essen. Ja. Und so haben wir mehrere Hütten im nahen Umkreis um Edenkoben. Und wer wandert, der verdurstet nicht und findet auch immer was zu essen. Auf eine kleine Wanderung geht es für mich gleich auch. Eine Reise in die 1250-jährige Geschichte von Edenkoben steht an. Und schon das alte Rathausgebäude verrät, dass die Historie noch immer präsent ist. König Ludwig war der Namensgeber für viele Gebäude hier in Edenkoben. Dazu erfahre ich später noch mehr. Erstmal treffe ich mich mit Gästeführerin Martina Roth. Und unser erster Treffpunkt birgt so ein Stück amerikanische Geschichte. Am Lederstrumpfbrunnen steht der Sohn der Stadt Edenkoben, der Vorbild für die Romanfigur der Lederstrumpfsage war. Johann Adam Hartmann ist mit 16 Jahren im Jahr 1764 nach Amerika ausgewandert und kämpfte dort einige Jahre im Unabhängigkeitskrieg. Hartmanns Gesicht auf der Statue hat aber zwei Seiten. Im Roman wird er immer so als gütiger Freund der Indianer dargestellt, was er in Wirklichkeit nicht ganz war. Also schon den einen oder anderen Indianer um die Ecke gebracht. Vom Amerikanischen geht es wieder ins Pfälzische. Martina Roth zeigt mir die typischen Pädel, kleine Pfade. Also ist relativ schmal das Ganze, deshalb müssen wir auch immer hintereinander laufen. So gelangen wir zu einigen Weinreben mitten in der Stadt vor der Ludwigskirche. Die anderen Reben der insgesamt 350 Hektar großen Weinanbaufläche finden sich ganz klassisch außerorts. Und da geht es für uns nun hin. Einige hundert Meter weiter oben steht eines der wohl bedeutendsten, geschichtsträchtigsten Gebäude der Pfalz. Die Villa Ludwigshöhe. Ein kleines Schloss, erbaut im italienischen Stil, in dem König Ludwig I. seine Sommer verbrachte. Auf seinem Balkon hatte er wahrscheinlich einen besseren Ausblick als wir heute. Aber trotz der Nebelschwaden lässt sich erahnen, dass König Ludwig hier gelebt haben muss wie im Garten Eden. Natürlich auch deshalb, weil hier viele südliche Gewächse zu finden sind, wie zum Beispiel Feigenbäume wachsen hier oder die Mandeln entlang der Villastraße. Die Kastanie natürlich, die Essbacher Kastanie, typisch italienisch. Ja, und zum Teil auch Zitruspflanzen oder Lärchen oder Zypressen. Und weil sich die vielen Nebelschwaden so langsam verziehen, besichtigen wir noch eine andere Aussichtsplattform auf dem Werderberg. Das Sieges- und Friedensdenkmal mit dem stattlichen Reiter als Friedensbote. Im Sommer finden auf dem Vorplatz häufig Konzerte statt. Von oben erhält man einen seltenen Blick über die Rheinebene. Im Hintergrund sieht man einen sehr schönen Gebirgszug. Also wenn man dann wieder linker Hand Heidelberg sehen würde, Odenwald, dann aber auch Ludwigshafen. Zum Beispiel, wo es eine ganz gute Anbringung auch von Edenkoben aus gibt. Man sieht Philippsburg. Im zweiten Teil unserer Rundtour geht es wieder nach unten und zurück in die Stadt. Ich nehme den Pinsel zur Hand und ein Schlückchen Wein darf natürlich auch nicht fehlen. Die Pfalz gilt unter Künstlern wegen ihrer besonderen Lichtbrechung auch als Toskana Deutschlands. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Edenkoben viele Galerien und Maler beherbergt. Einer davon ist Alois Wintergerst, der Vorsitzende der Pfälzer Maler. Wir statten ihm zu Hause einen Besuch ab, wo er uns einige seiner Schätze zeigt. In jeder Ecke in Edenkoben gibt es was zu malen. Und wenn man die Motive sieht, und da setze ich mich da zwei, drei Tage hin, so wie hier am Ludwigsplatz, bei der Kirche und beim Rathaus. Und so habe ich dieses Jahr das Bild gemalt. Und dann mache ich mich selbst ans Werk. Ganz wichtig, Malerkittel überwerfen. Die Farben gehen vor allem aus weißen Pullis nur sehr schwer wieder raus. Da wir uns in Edenkoben ja in einer Stadt voll mit Künstlern befinden, greife ich jetzt auch mal zum Pinsel. Mal schauen, was dabei rauskommt. Mehr von oben, genau. Hier von oben dagegen. Ja. Mit besonderen Vorkenntnissen. Sie waren in der Schule schon gut, oder? Eigentlich nicht. Nicht, aber Sie machen das super.
Zugegeben, Monet ist das jetzt nicht gerade, aber erkennen kann man es ja schon. Zum Malen gehört aber tatsächlich nicht zwingend Farbe und Wasser. Ja, man kann nicht nur ein Aquarell malen mit Wasser und Farbe, Aquarellfarbe, sondern auch mit Wein und Aquarellfarbe. Das heißt, hier das Bild habe ich mit einer Flasche Wein gemalt. Da trinke ich ein Viertel für mich mal zunächst, dass ich die Inspiration kriege. Und dann durch die Farben mit Wein aufmischen. Da ist der Name echt Programm. Und das passt auch zu unserem nächsten Stopp hier in Edenkoben. Und zwar geht es von den Pfälzer Malern zum Pfälzer Wein. Wo könnte man einen Tag in der Pfalz besser ausklingen lassen als auf einem Weingut? Das Weingut Gräber befindet sich gerade im Umbruch. Seit Sommer heißen die neuen Besitzer Julius und Janina Berizzi. Mit einem eigenen Weingut in der Pfalz haben sie sich einen Traum erfüllt. Für Winzer Julius Berizzi hat die Arbeit im Herzen der Pfalz einen besonderen Reiz. Wenn ich draußen im Wingert stehe, da oben oder auch da unten und auf die Hart schaue oder von der Hart auf den Rhein schaue, das ist einfach ein herzöffnendes Gefühl, finde ich. Also ich finde, es gibt nicht viel schönere Plätze auf der Welt als hier. Janina Berizzi plant verschiedene Veranstaltungen, natürlich rund um den Wein. Das ist uns einfach wichtig, den Genuss so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und auch den Leuten zu zeigen, Wein scheint immer so ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man sich da mal richtig mit beschäftigt. Dazu bieten die Berizzis zahlreiche Kochwerkstätten und Themenabende an. Von Orient trifft Pfalz bis zu Dreikäse hoch mit Kochexperten und Sommeliers. Aber Winterzeit ist natürlich vor allem Glühweinzeit. Bevor ich jetzt meinen ersten Glühwein dieser Saison trinke, möchte ich natürlich noch wissen, was genau das Besondere jetzt an diesem Glühwein hier ist. Ja, das ist unser hausgemachter Feuerzimt- und Sterne-Glühwein. Der ist wirklich hier vor Ort, sind die Gewürze da eingekocht. Und es sind eben ayurvedische Gewürze, also wir haben hier Orangenschale, Zimt, Nelke, Pomeranzenschale, Sternanis, Fenchel und so weiter. Zum Wohle. Zum Wohl. Und damit ist meine Glühweinsaison offiziell eröffnet.